Hi, heute in dem Video geht es um die richtige Schaumittelproduktion. Wir werden ein wenig über Drücke sprechen, über Einsatztaktiken. Dafür bin ich heute bei der Trainingsbase in Weeze, habe mir die Firma Dr. Stamer als Hilfe geholt und die Firma Ziegler hat auch noch ein Fahrzeug gestellt. Warum ich mir Hilfe geholt habe für dieses Video, erzählt uns der Martin. Ja, moin. Ja, schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wir befinden uns heute hier in Weeze. Wir haben diesen Ort speziell ausgewählt, um deine Fragen zu beantworten zum Thema Schaum. Wir müssen nämlich beim Schaumeinsatz einige Grundregeln beachten und da hilft uns das DWA-Merkblatt M718 deutlich weiter. Wir haben das schon soweit vorbereitet hier auf der Training Base. Wir haben einen versiegelten Untergrund. Wir haben hier eine Betonfläche auf diesem Übungsplatz. Wir haben gedichtete Fugen. Wir müssen also sicherstellen, wenn wir Schaum einsetzen, dass der Schaum nicht in die Umwelt gelangen kann. Das ganze Schaummittel, was wir heute hier ausbringen werden im Laufe des Tages, werden wir hier auffangen und kanalisiert ableiten. Diese Fläche hat einen Anschluss an das biologische Klärwerk. Wir werden heute auch ein Übungsschaummittel von uns einsetzen, ein 1%er. Dazu erklären wir nachher noch einiges mehr. Und dieses Schaummittel muss aufbereitet werden, das heißt, muss biologisch zersetzt werden und kann erst dann in das Abwasser weiter abgegeben werden. Herr Martin, du arbeitest ja nicht nur bei der Firma Dr. Stamer, sondern bist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr als Führungsperson tätig. Wann würdest du dich denn für Schaum entscheiden? Ja, eigentlich nehme ich Schaum immer dann, wenn es mir taktisch einen Vorteil bringt. Das heißt, bei brennbaren Flüssigkeiten kommen wir ja nicht umher, Schwerschaum oder Mittelschaum einzusetzen. Aber auch in Brandklasse A haben wir ja die Wahl zwischen Wasser, Netzwasser, Schwerschaum oder Mittelschaum. Und da kommt es tatsächlich auf das Ereignis drauf an, wann nehme ich welche Schaumart. Also kann man gar nicht so pauschal sagen, wann man Schaum einsetzen muss, soll. Bei den Feststoffbränden kann man das nicht pauschal sagen. Da kommt es drauf an, was brennt, ob wir eine Lagerhalle haben oder einen Kunststoffbrand. Das ist situationsabhängig, aber die Vorteile der verschiedenen Schaumarten im Vergleich zu Wasser sollten wir uns in der Praxis mal anschauen. Kommen wir jetzt mal zum Aufbau. Das Fahrzeug von Ziegler hat zwar eine fest verbaute Zumischanlage für Schaumittel, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Wir gehen hin, machen das klassisch mit Zumischer, sind halt dementsprechend einfach hier am grünen Abgang dran, gehen dann hier rüber, 20 Meter B-Schlauch. Vor dem Zumischer haben wir ein Druckmessorgan eingebaut, um zu gucken, mit wie viel Druck wir in den Zumischer reingehen. Dann haben wir ganz normal den Zumischer, gehen mit 5 Meter in dem Fall nochmal auf ein Druckmessorgan. Das hat jetzt den Hintergrund, wenn ich den jetzt direkt hinter dem Zumischer einbauen würde, wären die Verwirbelung so groß, dass der nicht vernünftig anzeigt. Da messen wir dann halt den Ausgangsdruck vom Zumischer und gehen dann einmal hier rüber auf unser Kombirohr, um halt dementsprechend Schwer- oder Mittelschaum abzugeben. Ihr findet die Zumischrate auf dem Etikett eures Kanisters. Wir haben hier ein 1%er Übungsschaummittel und darum müsst ihr den Zumischer entsprechend der Nennzumischrate auf 1% einstellen. Habt ihr ein 3%er Schaummittel, dann wird der Zumischer auf 3% eingestellt. Und was würde jetzt bedeuten, wenn ich ein 3%er Schaummittel hätte und würde nur auf 1% zumischen? Dann würdest du viel zu wenig Tensid in das Wasser einmischen. Das heißt, der Schaum oder die Schaumqualität, die wir später erzeugen, wäre viel zu schlecht, um einen wirklich energiereichen Brand zu löschen. Wir würden dann zu schwache Seifenlösung erzeugen. Okay, und bei zu viel? Da würde der Schaum relativ steif werden. Und gerade bei Flüssigkeitsbränden wollen wir ja einen Schaum, der sich auf der Flüssigkeitsfläche gleichmäßig oben ausbildet. Und wenn wir dann so einen harten, festen Rasierschaum erzeugen, dann hätten wir so eine Art Eisberg, der da oben schwimmt und uns eigentlich nicht die Dämpfe unterdrückt. Ja, jetzt gehen wir hin, fahren einen Pumpenausgangsdruck von 8 Bar. Wir müssen jetzt darauf achten, dass der Zumischer einen extrem hohen Druckverlust hat, von ungefähr 40%, die DIN sagt da bis 38%.
Wir gehen mit 8 Bar in den Zumischer rein und kommen dann hier mit ungefähr 5,5 Bar raus. Also wenn ihr Schaumittel produziert oder Schaumittel herstellt, immer auf die hohen Druckverluste achten und die berücksichtigen. Ja, jetzt kann man sehen, an der Pumpe fahren wir einen Ausgangsdruck von 8 Bar. Jetzt gehen wir mal rüber zum Zumischer. Man kann sehen, vor dem Zumischer haben wir auch noch einen Wert von 8 Bar. Dann jetzt nach 5 Meter haben wir jetzt einen Druck, der ja der Ausgangsdruck vom Zumischer ist. Da haben wir jetzt hier noch in dem Fall 5,5 Bar und vorne wird mir ein Druck am Rohr noch angezeigt von 5 Bar. Man kann jetzt halt sehen, dass die größten Druckverluste wirklich im Zumischer liegen. Ja, jetzt siehst du, wie wir das Volumen erzeugen beim Mittelschaum. Wenn wir zum Beispiel Räume fluten wollen, wir bauen jetzt einen hochvoluminösen Schaumteppich auf. Stell dir vor, wir haben den Kellerbrand und wir sind uns sicher, da unten ist keiner mehr drin. Dann könnten wir uns auch taktisch entscheiden, diesen Raum einfach zu fluten. Wir haben wenig Wurfweite, dafür viel Volumen. Und wenn wir bei dem Flüssigkeitsbrand sind und wir haben zum Beispiel ein Thermoöl oder ein hochziehendes Öl, dann würden wir vermutlich den Angriff über das Mittelschaumrohr fahren, damit wir keine heftigen Reaktionen in diesen hochziehenden Ölen hervorrufen. Ja, konnte man jetzt gut sehen. Man hat auch wieder gesehen, halt die Druckverluste, dass wir halt auch wieder am Zumischer halt einen extrem hohen Druckverlust haben, den man halt einfach mit einkalkulieren muss. Ne? Genau. Was wir hier auf jeden Fall ansprechen sollten, ist, dass wir den Maximaldruck von 5 Bar nicht überschreiten sollten, damit wir wirklich einen voluminösen Schaum erzeugen. Ja. Irgendwann laufen wir Gefahr, ist der Druck zu hoch, dass die Seifenblase selber vorne am Sieb des Schaumrohrs zerplatzt. Das sollten wir auch noch mal ausprobieren, ja, wenn wir zu hohen Druck fahren, dass eigentlich gar kein Schaum mehr entsteht. Okay, dann zeigen wir das mal als nächstes, würde ich sagen. Ne? Okay. Ja, wir gehen jetzt hin, wir haben jetzt hier 5 Bar Ausgangsdruck und fahren jetzt mal den Druck so hoch, dass halt die Seifenblasen, die jetzt halt im Netz entstehen, anfangen zu platzen. Jetzt sieht man ganz schön, dass der Strahl zerreißt und wir eigentlich gar nicht mehr das Volumen haben, was wir vorher erzeugt haben. Das Ziel war ja beim Mittelschaum, einen voluminösen Schaum zu erzeugen, also nicht Wurfweite zu erzielen. Und wenn wir jetzt den Druck wieder runterfahren würden, dann würden wir auch gleich wieder erkennen, dass der Schaum voluminöser ist. Kann man sehen, halt, ne, wieder mehr Volumen kriegt, wieder halt das Bildig auch beruhigt hat. Ne? Ja. Genau, also ein Indiz ist immer, wenn der Schaumstrahl zerreißt, dann haben wir gar nicht mehr die hohe Verschäumungszahl, die wir eigentlich beim Mittelschaum erreichen wollen. Ja. Okay. Wir wollten uns über taktische Vorteile vom Schwerschaum unterhalten. Jetzt sieht man schön, wir haben hier das Standard S4, also Schwerschaumrohr 400 Liter. Und wir haben einen sehr kompakten Schaumstrahl mit einer extrem guten Wurfweite. Das heißt, immer wenn ich Schaum einsetzen möchte und brauche Abstand, dann bringt mir dieses Rohr halt viel Sicherheit. Auch wenn wir jetzt ein bisschen nach oben gehen, um die Wurfparabel noch ein bisschen weiter nach hinten zu verschieben, dann haben wir immer noch einen kompakten Strahl. Was wichtig ist, das hast du ja gerade schon gut vorgezeigt, dass man immer das Rohr voll aufmacht, also das Spiegelventil richtig öffnet. Ja, jetzt haben wir hier jetzt einmal Schwer- und einmal Mittelschaum. Ja, wir wissen ja, bei Wasser haben wir die Kühlwirkung. Schaummittel hat ja Kühl- und Erstickwirkung. Aber was heißt das jetzt genau? Und wann entscheide ich mich jetzt, Schwerschaum zu nehmen und wann nehme ich hier den Mittelschaum? Ja, das ist relativ einfach. Wir haben ja gesehen, beim Schwerschaum haben wir ja extrem große Wurfweiten. Das heißt, wir haben viel Abstand, wenn ich also nicht nah ans Objekt ran muss. Und im Vergleich dazu haben wir den Mittelschaum mit mehr Volumen.
Und je nachdem, was dort brennt im Feststoffbereich, kommen wir mit Wasser ja gar nicht weiter, weil Wasser immer nach unten durchfallen würde. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es brennt eine Logistikhalle oder eine Lagerhalle, dann haben wir ja vielleicht auch ein Konglomerat an verschiedenen Höhenstufen, die wir erreichen müssen. Und da könnten wir dann von außen Schaum einbringen, um zum Beispiel unser Löschmittel nach oben zu stapeln, eine gewisse, wie du das gesagt hast, erstickende Wirkung zu erzielen. Was aber viel wichtiger ist im Feststoffbereich, ist auch die kühlende Wirkung des Schaums. Das heißt, der Schaum wässert nach unten aus und benetzt wie unser gutes Netzwasser. Die Oberfläche kühlt dadurch und dadurch brauchen wir auch deutlich weniger Löschmittelmenge im Vergleich zum reinen Wasser, was vielleicht auf einer Kunststoffoberfläche oder so abperlen würde. Ja. Und hier kann man jetzt, glaube ich, schön sehen, ne? Ist das hier so, das ist jetzt hier, wo das Wasser austritt quasi aus dem Schaum. Genau, wir sprechen da von Wasserhalbzeit und Wasserviertelzeit, also das Speichervermögen des Schaums. Und hier sieht man ganz schön, der Schaum wird jetzt weggedrückt vom Wind und schwimmt auf seinem eigenen Wasserpolster. Und das Wasserpolster, was nach unten auswässert, ist ja das Löschmittel, was wir brauchen. Nach unserem Verbrennungsdreieck greifen wir ja ein, kühlen herunter. Und das ist das gute, entspannte Wasser, was die Oberfläche benetzt und das Brandgut runterkühlt. Beim Schaum müssen wir ja darauf achten, dass wir erst hingehen und das Schaummittel auf die brennbare Flüssigkeit auftragen, wenn Schaum auch aus dem Schaumrohr austritt. Deswegen gehen wir hin, warten, bis vorne richtig vernünftiges Schaummittel austritt und halten dann erst auf die brennbare Flüssigkeit. So, jetzt kann man sehen, es kommt vernünftige Schaumittel aus und jetzt werde ich auf die Flamme halten. Ja, das war ja ein simulierter Flüssigkeitsbrand. Das heißt, wir haben an einigen Stellen gesehen, wie das Gas noch durch den Schaumteppich kam. Wir können natürlich mit Schaum keinen Gasbrand löschen. Darum haben wir irgendwann das Zeichen bekommen, dass das Gas jetzt abgestellt ist. Aber du hast es ja vollkommen richtig gemacht, dass du dir einen Ankerpunkt gesucht hast und von dort aus das Schaummittel schön über die Fläche laufen lassen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht wild in der Flüssigkeit mit dem Schaumrohr rumrührt, sondern dass man einen Punkt findet und von denen gibt man dann möglichst sanft und indirekt über die Fläche auf. Ja, man konnte ja schön sehen auch, ich habe ja ungefähr hier in die Ecke so gehalten und wie der Schaumteppich sich langsam nach rechts hin geschlossen hat, das hat man ja eigentlich sehr gut gesehen und ja, ein schöner Schaumteppich. Ja, kommen wir zum Fazit. Fassen wir noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammen. Wichtig bei der Schaumproduktion ist der Ausgangsdruck der Pumpe. Ich würde mal so einen Ausgangsdruck bei einer Pumpe von 8 bar starten, mit den Strahlrohrführer sprechen und dass er so um die 5 bar vorne am Schaumrohr dran hat. Das ist so eigentlich so mit der wichtigste Punkt. Denkt an die Zumischrate. Wenn ich 1%iges Schaummittel habe, dann auch wirklich 1% zumischen. Wenn ich 3%iges Schaummittel habe, 3% zumischen. Das ist halt sehr wichtig. Ja, du hast auch noch was, ne? Ja, genau. Übung macht den Meister. Das heißt, wenn ihr übt, dann sucht euch einen entsprechenden Untergrund. Wir hatten gesagt, versiegelter Untergrund, betoniert oder asphaltiert. Sprecht mit dem Klärwerk, wo das Ganze dann hinkommt und übt möglichst mit euch bekannten Schaummittel oder Übungsschaummittel. Ja, dann muss ich noch mal ganz recht herzlichen Dank sagen. Einmal an dich, Martin, ne? an die Firma Dr. Stamer, an die Trainingsbase in Weeze, an die Firma Ziegler. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.